Na, dann kommen wir doch mal zu unserem ersten Gebot. Ganz schön hell im Himmel, oder? Kennst du zufälligerweise Heino? Können wir dann bitte anfangen? Na klar, ich warte ja nur auf dich. Ich bin der Herr, dein Gott, und du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Hat da etwa jemand Angst vor der Konkurrenz? Würdest du etwa andere Götter neben mir anbeten wollen? Ich weiß nicht. Kannst du machen, dass es regnet? Ob ich was? Natürlich kann ich Regen machen. Ich bin der Herrscher über die Elemente. Und Pommes? Was ist das? Oha, na da schau her, du kannst also alles, aber weißt nicht alles. Kannst du singen? Na jedenfalls besser als der Wendler. Na das ist aber auch jetzt kein Kunststück, aber egal. Kennst du Chuck Norris? Okay, den darfst du anbeten. Den bete ja sogar ich an. Na dann mach mal weiter. Das zweite Gebot, du sollst den Namen des Herrn nicht unnütz gebrauchen. Verstehe ich jetzt nicht. Ich darf noch nicht mal Himmel, Herr Gott sagen oder sowas? Nein, Moses. Gott verdammt? Nein. Heilige Scheiß. Na, hein. Wie wär's mit Teufel nochmal? Hör mal, du Waldemar Pinocchio Knuspertüte, zügle deine blasphemischen Worte. Kruzifix? Kruzifix? Nee, schon gut. Aber das wird deinem Sohn später mal bestimmt gefallen.